Hallo und willkommen. Mein Name ist Katrin Graffer. Heute werde ich euch etwas über die Inversion im Englischen erklären. Das Wort Inversion stammt von dem lateinischen Wort inversio und steht allgemein für die Umkehr einer Sache. In der Grammatik beschreibt die Inversion eine Umstellung des üblichen Satzbaus. Du solltest bereits wissen, dass ein gewöhnlicher Satz im Englischen mit dem Subjekt, Prädikat, Objekt gebildet wird. Wie zum Beispiel in diesem Satz. You enjoyed the film. Subjekt, Prädikat, Objekt. Und im Deutschen, dir gefiel der Film. Das Prädikat im Englischen besteht oft aus einem Hilfsverb und einem Hauptverb. Wie zum Beispiel in diesem Satz. He can speak Chinese. Er kann Chinesisch. Bildet man eine Frage im Englischen, so wird das Subjekt und das Hilfsverb getauscht. Also unseren Beispielsatz wird zu Can he speak Chinese? Kann er Chinesisch? Aber Vorsicht! Nur den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com